liebe Söldnerinnen und Söldner, hier ist wieder Bildo der Söldner und wir haben hier ein paar kleine Bilder, dazu mal aus meiner Trainingszeiten und ein paar Rüstungsbilder etc. Hier seht ihr mal, wieso ich, also ich werde jetzt ein paar Bilder zeigen und so ein bisschen die Evolution meiner Rüstung, meiner Bewaffnung etc. ein bisschen zeigen. Mein Sparringspartner hier ist ja Nürchenbekleidung, ich ebenfalls. Das war ein leichtes Fechtvideo. Ich habe einen kleinen Handschutz, weil die Hände sind halt immer das Erste, was du triffst. Und hat mal eine schlechte Rußhose und so einen beschissenen Canvas-verstärkte Tunika. Wir haben hier einen Madhammers Falchion und eine Viktor Berbekusch Machete, eine Kukri. Das Ding habe ich tatsächlich später noch schleifen lassen und ich glaube, das Ding habe ich verkauft an einen Kumpel von mir als Hackwerkzeug, so ein bisschen im mittelalterlichen Bereich, jo, weil ich es nicht mehr gebraucht habe. Früher habe ich so effektiv mit ungeschliffenen Waffen natürlich gekämpft. Hier noch ein kleines Prunkstück von mir. Ich hatte dazu mal die Savaton-Kette. Savaton hat 3000 Stück limitiert. Ja, ich höre Metal. Höre es heute immer noch, aber kenne mich nicht mehr so richtig zu der Szene. Ich fühle mich einfach in der Mittelalter-Szene viel, viel mehr zu Hause. So. Das war so ein bisschen eine meiner Bewaffnungen. Man sieht auch, es hat ein paar Kerben in der Klinge. Also sie wurden halt wirklich auch gebraucht. Und es ist einfach mal so ein bisschen, weil ich ein paar negative Dinge gesehen habe. So ein paar Dislikes, ein paar bisschen Kommentare von den Waffen unter anderem. Also diese Versus, die ich gemacht habe, ja okay, war vielleicht nicht so gerade intelligent, das Versus zu nennen, weil es halt direkt ein Front ist. Gebe ich zu, war nicht so intelligent, aber es ist meine Meinung. Heute trainiere ich tatsächlich nie mehr im Leben so, weil bei mir ist Mindestding ist der Gambeson, ein Helm und Handschuhe. Ich habe natürlich einfach mein Gesicht unkenntlich gemacht. Die Gründe habe ich schon x-mal genannt, glaube ich. Jo. War tatsächlich ein bisschen ein kürzeres Falchion, aber ich habe das Ding geliebt. Heute ist es eine scheiß Säge fast, weil dem, den ich es nachher weiterverkauft habe in der Gruppe, der hat so dolle Schläge eingefangen, dass selbst ein Madhammers krasse Kerben bekommen hat, was eigentlich nicht normal ist. Aber ja, es ist halt durch Madhammers. Ist eine gute Klinge, aber ich gebe besser. Sag mal so. Jo. Hier so richtig meine erste. Ein bisschen so meine erste Rüstung. Das war so ein Leder. So eine Lederrüstung, über die habe ich gesprochen. Das ist eine Ulfbert-Bla-Lederrüstung. So ein billiges Ding. Das wurde ummodelliert, dass die Straps in der Mitte sind. Und weil ich hier halt nicht so ganz so massig war wie meinem Vorträger, weil es ist ein abgekaufte. Wurde in der Mitte von mir eine Lederverstärkung machen lassen. Ja, das Rest ist so eine Wikinger-Lamellenpanzer. Da war ich halt sehr, sehr auf Wikinger. Hier ist so mein 5-Layer-Gambeson. Den hast du geschwitzt, man. Das ist so ein bisschen länger als hüftlang. Also 14 bis 15, 100 Full-Plate-Armor war das. Für die gedacht. Die war unter den Armen ebenfalls offen. Und hier meine slawischen Lamellenhandschuhe. Die sind so gut. Sehr, sehr günstig ebenfalls von der Steam Mastery wie der Gambeson. Haben einen Gambeson drunter 1 mm kaltgewalzter Stahl und danach nochmal 4 oder 5 mm Rüstleder. Halten saugut. Voll HMB tauglich. Mein einfaches Problem damit war, sie sind Stahl. Sie wurden nicht mit Titan gebaut. Ja. Und ich habe mich dann halt das verwechselt mit einem anderen, der eigentlich, den man aus Titan machen könnte, aber der war dann nicht gut gemacht. Die Handschuhe habe ich aber auch verkauft. Hier mein Viktor Berbekusch Wikinger-Schwert. Das ist, glaube ich, das 10. oder 9. Jahrhundert im Griff nach, wie das so bei ihm heißt. Der hatte noch ein bisschen Schulterprotektion, was ich sehr, sehr geil fand. Das war so meine erste richtige Rüstung, da war ich halt schon sehr, sehr stolz drauf. Das Video habe ich jetzt vor allem ein bisschen gemacht, um halt zu zeigen, hey Jungs, ich habe wirklich schon länger Schwert gekämpft und halt, ja, zumal ein paar Bilder zu zeigen. Klar, man sieht das Gesicht nicht, ist natürlich logisch unkenntlich gemacht mit Unprofessionalität des Todes. Das wurde auch effektiv von einem professionellen Fotograf gemacht, dazu meiner alten Trainingsgruppe. War ein Schnappschuss, aber war ein guter Schnappschuss, muss ich sagen. Bin ich bis heute noch recht stolz drauf. Ja,
Auch mit dem Waldsetting sieht super aus. So im Herbst. So, ebenfalls ein anderes Bild, auch wieder von einem professionellen Fotografen. Hier seht ihr, ich hatte wirklich Combat-Handschuhe dazu als Schutz. Dies hier war das Schwert meines ehemaligen Trainers. Ich fand es viel zu schwer, weil er hat hier die Parierstangen erst einmal weggenommen, was ich heute nie mehr bei einem Schwert machen würde. Das hatte ich mir für 50, 60 Franken mal gekauft, also Peanuts. Ihr könnt das fast gleich nehmen mit den Euros, fast in dem Bereich. Ihr seht, die verfickt vielen Kerben. Also mein ehemaliger Trainer, der hat sehr, sehr viel gekämpft, vor allem mit dem Anderthalbhänder. Das war dazu mal noch meine volle chinesische Rüstung. Nein, Entschuldigung. Mandschurei ist mongolisch. Meine alte ledermongolische Rüstung. Man sieht hier, da sieht man noch überall den Wachs und so, den ich eingeschmiert habe zum Pflegen. Ihr seht, ich mache das hier ein bisschen nicht so detailverliebt wie andere. Meine Rüstung muss im ersten Sinne mich schützen und nicht ich meine Rüstung. Die Schultern habe ich dann dadurch gekürzt. Die drei hier sind weggenommen worden. Auf der anderen Seite ebenfalls, weil ich immer wieder Probleme mit der Schultermobilität hatte. Das war so meine erst gut gemachte Rüstung. Die war wirklich. Da war ich nochmal viel stolzer, weil das wär's. Ich war der Erste mit einer High-End-Rüstung dazu in meiner Gruppe. Ja, da war ich schon brutal stolz drauf. Das Bild verliert halt ein bisschen seinen Charme jetzt, weil man sieht ja die Grimasse nicht, die ich drauf mache. Ich habe die Zunge draußen und so richtig den Blick drauf und ich will dich töten. Sehr, sehr eindrücklich, aber das ist so, by the way. Hier sieht man schon bereits meinen neuen Gambeson, das ist ebenfalls ein Steelmastery Gambeson. Und der war nur noch zwei Layer. Der war aber halb, ja, ein bisschen über die Ellbogen war der. Würde ich heute auch nicht mehr machen. Das war dazu mal eben dieses Wiki-Zeug, das ich unbedingt wollte. Und ich hatte so eine große Mixtur, denn. Ja. War keine kluge Idee. Und man sieht, es ist oft betont, das hat er in allen drei letzten Bildern gesehen, ich trug keinen Helm. Und so haben wir auch effektiv trainiert, teilweise. Sehr oft sogar, ohne Helm. Auch in Vollsparrings. Es war so. Ah. Ja, ich habe ein paar Gesichtsverletzungen bekommen. Zum Glück sehe ich heute noch einigermaßen hübsch aus und habe keine große Narbe im Gesicht. So, hier. Das war das Setting, als ich angefangen habe. Das war wirklich so ein bisschen das Setting, als ich angefangen habe. Hier seht ihr noch meinen alten Trainingsstock, mein alter Speer. Den Speer habe ich mittlerweile verkauft und den Trainingsstab hier habe ich zum Speer umfunktioniert. Mit einem viel, viel leichteren Kopf, weil ich das einfach bevorzuge. Leicht. Ich bin selber 75 Kilo etwa. Das bringt mir nichts, wenn ich keine Ahnung, was für ein Gewicht auf mich nehme. Jo, wo fangen wir an? Ich glaube mal unten. Das sind Beinschienen, die mir ein Kumpel gemacht hat. Dazu mal, heute ist ein Erzfeind von mir. Mit dem gehe ich auch relativ offen um. Weil er hat mir dazu mal Armschienen wie Beinschienen gemacht. Die Armschiene hat er verhauen, die Beinschiene hat er verhauen. Und das Ganze waren etwa 700 Franken. Das sind etwa 850 Euro, so grob gerechnet, die er mir versaut hat, sozusagen an Material, das ich ebenfalls bezahlt habe, weil ich habe es in Auftrag gegeben. Und weil es ein Kumpel von mir war, habe ich dazu mal nicht groß etwas gesagt. Ich habe ihm zwar gesagt, was er verbessern kann, aber habe nicht irgendwie gefunden, hey, das zahle ich nicht oder ich will weniger zahlen oder irgendetwas. Ja, weil ich fand es halt toll, dass sich überhaupt jemand noch für das zu motivieren bringt. Dann haben wir, darunter trug ich eine Kung-Fu-Hose, die trage ich heute noch, die trage ich auch jetzt gerade, das ist so meine, ich bin zu Hause, Chillig-Hose und ebenfalls Trainingshose, Kampfhose. Ja, sind halt einfach geil, weil sie nicht so anliegen. Und sehr viel Bewegung, die komplette Bewegungsfreiheit zulassen. Und halt im Sommer, du hast nicht so starke Hosen an. Im Winter kannst du gut mal was darunter anziehen und so, das ist recht geil. Ja, eben da mein Halbarm-Gambeson, der ein bisschen über die Ellbögen ging, das war dann so ein bisschen das Niveau, das ich hatte, als ich von der Gruppe ausgetreten bin.
Es ist übrigens nicht chronologisch angereiht. Das war eine spezielle Zeit für mich als Kämpfer selber, denn ich habe mich komplett neu entdeckt. Ich habe sehr, sehr viele neue Sachen lernen müssen. Ich habe mich sehr in die Materie hineingebegeben. Ich finde, ab dort bin ich richtig, richtig durch die Decke. So für mich selber. Obwohl ich ziemlich schnell jetzt, wie jetzt auch der Lockdown kam und darfst nicht trainieren und kein Kontaktsport und bla. Aber ich finde, für mich als Kämpfer bin ich sehr, sehr durch die Decke. Das ist einfach meine Meinung. Wieder die Mandschurei-Lederrüstung und hier eben schon die Enden abgetrennt, dass ich mehr Bewegungsfreiheit hatte. Ich hatte sehr, sehr oft Probleme mit denen. Und meine heutige beste Kollegin hat mich dann mal darauf aufmerksam gemacht, mach die doch einfach mal weg, die gehen ja immer auf die Eier. Habe ich dann mal weggemacht. Und ja, hat super funktioniert. Das Schwert heute trägt einer von der Gruppe. Die Handschuhe hat ebenfalls ein anderer aus der Gruppe, genau der gleiche wie die Rüstung und den Helm trägt. Das ist jetzt der Bildor 2.0. Er trägt auch meinen alten Gambeson. 5 Layer hat er. Finde den, glaube ich, recht geil, weil er halt schön warm gibt im Winter und ja, dämpft wie die Sau natürlich. Jo, dann meine Steel Mastery Unterarmschienen aus Stainless, 2 mm Stainless Steel, waren tonnenschwer. Hält zwar, wirklich, hält wie Sau. Ich habe da nichts drunter getragen und habe immer wieder mal eins kassiert, aber hat mich halt nicht gestört. Weil das tut nicht mehr weh, wenn du 2 mm Stainless Steel hast und nur mit Schwerter kämpfst, das macht nichts mehr. So, natürlich noch meinen lieben Oleg, den Arm Street Helm, der einzige Arm Street Helm, den ich brauchen konnte. War etwa 5 Kilo schwer, war gefühlt der schwerste Helm, der je in der ehemaligen Gruppe getragen wurde. Das war nämlich meiner. Und er war auch, glaube ich, mit der schützendste, den je irgendwie diese Gruppe gesehen hat. Das ist immens. Mit dem hinten, diese Teile hier, die noch den Nacken schützen und so. Den Stichschutz hier sogar an den Seiten. 2 mm Stainless Steel von einem guten Hersteller. Das war das erste Mal, dass irgendwie so jemand so etwas getragen hat. Also. Ja. Da war ich, glaube ich, noch in der alten Gruppe. Wobei, nein, das war in der neuen. Das war, weil die hatte ich noch nicht. Da hatte ich noch andere Unterarmschienen. Jupp. Jo. Dann hier mein dazumaliger Waffenständer. Hier seht ihr noch so Platten und bla. Meine dazumaligen Liegenstützständer. Also da hatte ich schon noch diverses anderes an Zeugs. Heute ist sehr viel davon leider weg. Bei gewissen Sachen leider, bei gewissen Sachen traue ich nicht wirklich nach. Aber man sieht ein bisschen, ich werde nostalgisch, weil es ist halt schon sehr, sehr viel Erinnerung. Deshalb wollte ich das Video auch mal machen. Hier die Platten habe ich eigentlich gehabt. Was hatte ich die? Die hatte ich nachher, um drauf zu springen, um Sprungtraining zu machen. Die waren obviously für die Liegestützen. Ja, mein Waschkorb. Man sieht, dreckige Hosen, die sind heute übrigens auch dreckig und es sind nicht mehr die gleichen, es ist neuerer Typus. Ich fange wieder. Fick dich, Alter. Ich fange wieder unten an. Da unten. Also, es war mein alter Schwertständer. Der hatte etwa 24 Slots. Habe ich auch verkauft. Ist sehr, sehr viel Zeug ist weggegangen. Hier war das Kukri eben, das ich gesagt habe, mit der handgemachten Lidenscheiden von einem Kumpel von mir. Den mag ich heute noch, der ist auch nicht irgendwie im Verein oder so, der ist für sich selber. Das ist ein easy Dude. Ja, von der habe ich ja schon ein bisschen was erzählt. Die habe ich sehr oft als Blockwaffe genutzt, weil sie einfach so massiv war und halt die Hack-Eigenschaften davon waren so brutal, dass ich irgendwie gedacht habe, besser nicht. Das hier war mein Gewichtstrainingsschwert, das ist ein 300-Schwert vom Jarvs. Ist so ein Billigschwert, der Griff hat gelottert und bleiben. Ihr seht, das ist Tape, das ich gemacht habe, weil der Griff, ist Panzertape, weil der Griff war so, wie soll ich sagen, Leder, aber der hat nicht richtig gehalten. Dann habe ich halt einfach Tape rüber gemacht, weil drunter war Kleber und das klebte das sauerfest an der Hand. Und wieso habe ich das als Gewichtsschwert bezeichnet? Weil es 2 Kilogramm schwer war. Früher war ich wirklich massiv.
Also früher habe ich auch 75 Kilo auf der Waage gehabt, aber es war so viel Muskeln, das war recht. Für meine Verhältnisse dazu mal, da habe ich noch recht viel mich für Bodybuilding interessiert. Habe sehr, sehr viel Sport getrieben. Heute treibe ich bei weitem nicht mehr so viel Sport. Also so mal ein Grobsatz. Ich habe erstens mal fünfmal durchschnittlich in der Woche trainiert, habe einen handwerklichen Job gehabt. Ging morgens früh um 5 ging ich los, habe die Sachen angesorgt, habe eineinhalb ging eine Stunde, ne, halbe Stunde joggen, am Schluss mit Höhenmetermaske, das hat verdreifache Luftvolumen benutzt. Kam nach Hause, habe gegessen, habe mich umgezogen, bin zur Arbeit, bin vor Arbeit zurückgekommen, habe so 2 Stunden noch Krafttraining gemacht, da, dann duschen, also duschen, fressen, schlafen. Ja. Das war so ziemlich meine Woche. Das war eine brutale Zeit für mich. Aber das war auch eine Zeit, die mich geformt hat, muss ich echt sagen. Dann haben wir hier diese Rattanstöcke, die habe ich ein bisschen zum Trainieren gebracht, aber die waren sehr, sehr selten im Einsatz. Die waren wirklich mehr Deko als etwas anderes. Später habe ich sie dann zum Abhärten gebraucht und die wurden auch heute 2-mal für Teigauswahl und so weiter gebraucht. Also sehr, sehr multifunktions eingesetzt hier. Dann habe ich mein Cold Steel Kunststoffschwert, das ich nie benutzt habe, obviously, wirklich. Das habe ich dann mal der Fechtgruppe geschenkt gehabt, weil ich es einfach nicht mehr brauchen konnte. Das, ja. Ist halt so. Und hier tatsächlich meine Falchion, mein Madhammer-Falchion. Boah, das war schwer. Das war einfach 1,6 Kilogramm, also war an der oberen Grenze für HMB. Hat einen super Guard gehabt, wirklich. Den habe ich echt gemocht. Hat einen sehr, sehr angenehmen Griff gehabt. Aber es war einfach tonnenschwer, ein super Blocker eigentlich. Sehr, sehr gut im Austeilen. Aber ich habe mich auch noch viel zu wenig mit der Kampfkunst dazu mal befasst. Schwertkampf an sich, dass ich da wirklich eine Ahnung gehabt hätte und das wirklich das Potenzial der Klinge auskosten hätte können. Gleich darüber das einzige Schwert, dem ich wirklich nachtraue. Wirklich. Selbst meinem geliebten Kampfwikinger-Schwert dazu mal traue ich weniger nach als der Klinge. Das war ein langes Messer, das einen Zweihändergriff hatte von Covex Ars. Das habe ich nie wieder gefunden, weil das hatte keinen Nagel. Das war ähnlich aufgebaut wie ein Jian, einfach einschneidig und mit langem Griff. Ich fand das so geil mit dem Ledergriff. Ich war so ein Fan von dem Ding. Das habe ich leider verkauft. Heute will ich es nie wieder machen, weil ich habe es ein, zwei Mal in den Händen gehalten und ich habe gewusst, da ist ein Fehler gegangen. Das wäre ein Schwert, das ich heute noch, ja, also würde ich sofort wieder kaufen. Auch wenn sie 250 dies kostet hat, die war's mir wert. Die war's mir wirklich wert. Das ist ein Schwert, was verkauft wurde, dann intern der Gruppe nochmal verkauft wurde und dann in einer Schwerttasche liegen gelassen wurde und verloren ging. Sehr, sehr traurig darüber. Weil das war wirklich ein geiles Schwert. 1,2 Kilo, aber das Ding konnte einstecken, Mann. Boah! Damit hast du super ausgeteilt und super eingesteckt, wirklich. Das war für mich eine super Klinge. Das war meine erste Klinge, wo ich wirklich 100% zufrieden war. Ich wusste sie dazu mal einfach nicht zu schätzen. Weil ich war da voll in diesem Wikinger-Hype drin. Und da, das ist keine Wikinger-Klinge und das geht gar nicht. Man wird älter, man wird klüger, ne? Schade, schade. Das war geil. Das wäre geil gewesen. Das wäre heute noch eine geile Klinge. Und wir schreiben das Jahr 2029, Jungs. Das Bild ist etwa 4, 5 Jahre alt. Und ich würde heute noch das verkaufen. Meine Viktor Berbekusch Viking Axt war eine geile, leichte, kleine Axt, die oft auch für mehr im Haushalt genutzt wurde für Nägel einschlagen und so weiter, als zum Kampf, weil es mir einfach zu gefährlich war. Es war einfach zu gefährlich, finde ich. Das, ja, ist meine ehrliche Meinung. Und ja, aber Viktor Berbekusch heute noch ein guter Schmied. Für mich immer noch der zweitbeste Schmied, den ich kenne. Macht sehr, sehr leichte Waffen. Ich werde mir auch noch überlegen, ob ich mir von ihm einen Streitkolben hole. Einen Stählernen. Weil ich Streitkolben generell in der Axt bevorziehe. Nur im Kampf, natürlich. Und ich muss sagen, das ist noch so eine Überlegung. Dann hier hinten noch mein billiger Rabenschnabel-Streithammer-Kombi. Habe ich irgendwie mal für 80 Franken so ein No-Name-Ding gewesen. Das habe ich nie benutzt. Ehrlich, das habe ich nie benutzt. Das war
unhandlich, zu schlecht gemacht. Ja, das habe ich mal verkauft und ich habe dann auch die Info bekommen, dass Rabenschläge in der Schweiz illegal sind und ja, habe ich gedacht, komm weg mit und ja. Gut, wir haben hier ein Wikingerschwert. Das Viktor Bevekusch, darüber habe ich ja schon geredet. Das hat übrigens einer der geilsten Schwertscheiden, die ich kenne, die dazu war. Diese Wikinger-Schwertscheiden, die bevorzuge ich heute noch am meisten. Ja, das war ein geiles Ding. Das war wirklich ein geiles Ding. Boah, ich finde es einfach ein bisschen scheiße, weil 70 cm Klingenlänge. Aber gutes Gewicht, 1,15 Kilo etwa. 1,15, ja, stimmt. Ist ein sehr, sehr beliebtes Schwert. War mir auch gut in der Hand legen. Sehr, sehr leicht, sehr, sehr wendig. Aber irgendwann hast du halt andere Schwerter gehabt. Und ja, hab's dann auch verkauft. War keine schlechte Entscheidung. War wirklich keine schlechte Entscheidung, weil ich. Das Wikinger-Schwert ist einfach gegenüber einem hochmittelalterlichen oder spätmittelalterlichen europäischen Schwert im Nachteil, wegen der kurzen Parierstange, wegen dem zum großen Knauf, den du nicht richtig drehen kannst und so weiter. Also, geiles Ding für Wikingerkämpfer, aber heute für mich halt zu nachlässig. Nicht mehr auf dem Stand der Dinge ist, so mein Ding. Meine Meinung. So, dann haben wir hier zwei Cold Steel Dragonfly Katanas. Zwar die grünen. Man sieht es ein bisschen schlecht. Ich muss ehrlich sagen, die zwei Klingen haben mehr Wert als der scheiß ganze Plunder hier mit dem Ständer. Vielleicht sogar eins. Ich habe für eines hat einen Wert fast von 1000 Franken. Ich habe es für etwa 700 irgendwas bekommen. Also 1400 irgendwas, die ich gezahlt habe. Das war echt. Und ich war stolz auf die Dinger. Und heute muss ich sagen, Katanas ist nicht meine favorisierte Waffe. Ich finde die Zuba zu kurz. Das ist meine ehrliche Meinung. Und ja, das mal war, weißt du, mit dem Katana kannst du alles schneiden, das geht durch wie Butter und da war ich noch in der Mentalität. Und da sehe ich halt schon Progression dahinter von meinem Wissen, was halt den Schwertkampf an sich angeht. Ja, und früher waren wir halt, in der Zeit waren wir wirklich so, desto schwerer die Klinge, desto besser, weil die haut mit mehr Kraft zu. Ist ja nicht schlecht gedacht, aber dass Geschwindigkeit immer besser sein wird. Oder in den meisten Teilen besser sein wird. Das haben wir völlig out of minded. Weil unser Trainer dazu mal, das war eine massive Maschine, der konnte ohne Scheiß, hat auch schon mal über 260 Gramm Person, waren zwei Personen, die auf über seine Schultern nahm und abgehoben hat von der Erde und er stand mit geraden Beinen, also wirklich Kraft hatte der Typ. Der hat auch irgendwie sein Kampfschwert, was ihr ja vorhin auch gesehen habt, das war das war irgendwie 4 Kilo. Das nahm er in einer Hand, also Berserk, der Typ von Berserk, das war für mich ja. Das ist wirklich so das Ding. So, der Nervenstein hat sich dezent dann verändert. Hier seht ihr einen neuen Streithammer. War schon ein bisschen besser, ist auch der Art von Schmied, der mein Speer dazu mal gemacht hat. Das war der gleiche. Hier sieht man diese Langsax. Das ist heute bei der Fechtgruppe, die ich auch dieser glaube ich gesponsert habe. Hab ich auf jeden Fall den verkauft. Waren schon geile Waffen, aber ich habe heute eine fette Narbe davon, weil die eine Rückklinge war nicht abgeschliffen. War immer noch angeschliffen. Das ist ja wirklich 3, 4, 5 Mal mit der Pfeile drüber und das wäre nicht passiert. Und heute habe ich einen riesen Narben deswegen am Daumen. Ist so, man hat daraus gelernt. Da habe ich echt blöd rausgeschaut. Geblockt und dann war ein Schnitt vom Zurückziehen in meinem Daumen. Und ich habe gedacht, Scheiße, wie. Also erstmal abgedrückt und dann Scheiße, wie konnte das passieren überhaupt?
Ja, das hat mich echt angeschissen. Das war sehr, sehr nervig. Dann meine zwei Berserker-Äxte, weil ja, man war so. Das war so in der Gruppe dazu mal Berserker, der härteste ist der härtere oder so ein bisschen wie Hamburg Wolf, Hamburg Holmgang, so sollte ich Wolfgang sagen. Wieso Wolfgang? Wie kommst du auf das? Ja, ne, die habe ich halt sehr selten benutzt. Ja, ich hatte ein bisschen Einschläge gehabt, weil ich so mal Rollo-Stil kämpfen wollte, so einfach nur mit einer an der Halbhand-Axt, sage ich jetzt mal. Und es hat mich dann gemerkt, so ein Stil zum Blocken ist nicht das Intelligenteste. Und du hast da kaum mehr was zum Blocken. Und mit der Axt musst du so vorsichtig zuschlagen, wenn einer keinen Helm anhat. Das kannst du so vergessen, wirklich. Im HMB verstehe ich das total. Die haben auch andere Stile und so weiter drin. Also völlig okay, aber ne. Teilweise so, ne. Sorry. Total nicht meins. Heute gar nicht mehr. Aber für ein Fotoshooting wären sie natürlich super. Sind auch sonst sind super Äxte, sind von Berberkusch, also kann ich wirklich nichts gegen ihn sagen. Seine Äxte sind auch relativ preiswert, sonst würde ich nicht wieder ein Streikolben kaufen von ihm. Und ja, der Rest, ja, kennt man ein bisschen. Die Langsachsen sind übrigens auch von Berberkusch mit den Scheiten. Scheiten sind ein bisschen scheiße gemacht, die halten nicht so richtig, aber sonst sehr, sehr geil. Ja. Hier noch ein Bild, das war so ein bisschen das Zeug, was ich ins Training mitgenommen habe. Kurzsax, zwei Langsax, Schwert, Axt, Musik. Ah. Ja, das war's. Hey, da habe ich zum Teil Material hingeschafft, ein Retour geschafft. Ich hatte so eine Combat-Tasche, so eine Militärtasche, so eine große. Da hat Schwert zu halt reingepasst. Hey, Alter, so große Trainingstaschen, Alter. Das habe ich jedes Mal hin und zurück geschleppt. Plus meine Rüstung. Heute denke ich mir einfach so, ja, ich habe irgendwie so eine Mittelaltertasche, die ich noch mitnehme und meine Waffen, weil halt alle gerüstet sind. Es sind halt wirklich alle gerüstet und bewaffnet und man muss nicht mehr für irgendwelche Schüler und bla Zeug mitnehmen und weil sie einfach das Zeug nicht kaufen wollen, weil sie denken, ich kann mir das Geld sparen. Der Typ bringt es mir hin und bringt es zurück. Also ich kann es noch benutzen, ist ja geil, ne? Und zahl dafür ein bisschen was, 50 Franken oder 25 waren es im Monat. So, dazu mal mein Helm, der Normannenhelm, mit halt der dementsprechenden Unterziehhaube. Ja, das war der High-End-Helm in der Vollkontaktszene dazu mal im Ulfberg-Bereich bei dem Wikinger, weil er hatte eine Gesichtsplatte, er hatte sehr, sehr viel Schutz und so weiter, also es war, da warst du schon, da warst du. Und ich kenne heute noch ein, zwei gute Vollkontaktkämpfer, die auch so einen Helm haben. Aber ich muss halt sagen, wenn ich den mit dem Oleg vergleiche, das sind so Welten. Wenn ich den jetzt mit meinem Beskenet vergleiche, den ich trage, oder nachher mit dem von Ulf Master Ali, würde ich war, wird ein bisschen nicht ganz bei der Sache jetzt gewesen, wie heißt der nochmal? Ich will nur schon mal. Der rostet, mein anderer rostet nicht. Das ist ein Riesenunterschied. Denn die Sicht war viel, viel besser. Der Schutz vom Schlagen ist immer noch besser beim jetzigen. Oder gleich gut mindestens. Das ist, ne? Das Gewicht ist beim anderen viel besser verteilt. Diese Faceplatte, die ganze Zeit nach unten gezogen hat, das war schon. Aber sonst ist ein guter Helm. Wenn du eins in die Fresse kriegst, hast du nicht gleich eine kaputte Fresse. Ja, das war eben auch schon wieder die Rüstung, die ich schon ein bisschen gesagt habe. Das ist auch halt dreckig vom Herumtragen und Holz herumtragen und so. Da war sie, glaube ich, gerade neu, da habe ich sie gerade gekauft gehabt. Ah ja. Weißt du, dazu mal hatte ich gedacht, ich habe eine gute Rüstung. Alter, und dann denke ich so heute so voll HMB-taugliche Rüstung. Ja, fick dich, Alter. Ja, hier ist sie neu. Hier ist meine Lederrüstung neu gemacht. Von der Steel Mastery, so hat sie ausgesehen, als sie geschickt wurde. Das war Liebe. Jo, dann kam die Evolution. Ich habe Waffenröcke ein bisschen eingeführt. Aus dem einfachen Grund,
dass man sich ein bisschen besser erkennt in der Schlacht, weil wir haben dazu mal aufs sogenannte Wumms hintrainiert. Und ich habe meinen Helm verändert, weil ich ihn ja verbessert finde. Ich finde heute Barbutas noch saugute Helme. Wirklich, und das war ein Piece of Cake, was du gezahlt hast. Und so viel mehr Schutz. So viel mehr Schutz. Ja, den habe ich dann auch verkauft. Genau wie die Unterziehhaube. Helm wird aber heute, glaube ich, nicht mehr benutzt. Der Kämpfer hat ihn entweder weitergegeben oder. Ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt ein Viking-Helm mit Gesichtsplatte hat. Also völlig benebelt, was er da für einen Helm hat. Der wäre 100-mal besser gewesen, aber muss jeder selber wissen. Ich meine, ich war ja nicht anders. Das ist meine momentane Rüstung, fast wie sie da steht. Darunter ist jetzt ein 3-Layer-Gambi, der ein bisschen länger ist. Aber so ist momentan mein Setup. Ja. Ich bin eigentlich relativ glücklich über das Ding. Ja. Ist ein Dengel, eine Brigantine, 1 mm Titan, aber das wird nachher mehr ein bisschen Zeremonierüstung. So, nennen wir es einfach so. Das hier auf jeden Fall, den Helm, gucke ich mal, ob ich ihn nachher mal. Den werde ich auch wahrscheinlich behalten oder vielleicht mal verkaufen. Weil es halt nicht HMB-tauglich. Das Problem ist 1,5 mm Stainless-Steel. Aber fürs SCA und so wäre natürlich super. Na, ist leicht, beweglich, wirklich, ist geil. Ja, und da unten sehe ich noch jensten Stuff, der sonst zur Rüstung gehört. Jo. Hier dann meine Schilder. Ja. Mein HMB-Schild und mein Reenactment-Schild, nennen wir es mal. Ja, im Größenvergleich, da habe ich halt mal den. Wollte ihn eigentlich so groß, hat einen Fehler gegeben, ist ein bisschen kleiner geworden. Der nächste wird dann wieder etwa so groß. Der ist von der Steelmaster und der von der Schilderei. Aber das ist natürlich kein Qualitätsvergleich, weil das Schilderei-Ding ist so viel besser und günstiger. Das ist krass. Ja, das ist wirklich brutal. Das Ding ist brutal, was das einsteckt. Da kannst du mit anderthalber Fallchen voll in die Kante reinschlagen. Das Ding nimmt das alles. Ja, ich werde mir aber trotzdem einen neuen Schild bauen, und zwar ein Zwischending. Er ist zu groß, hält aber mehr aus als der, ist fürs CB gedacht, also eigentlich für die Duellkämpfe, was ich mich eigentlich von der Härte her der Rüstung einstelle, weil HMB Buhurt finde ich selber für mich ist nix, weil es mir ein bisschen zu professionell ist. Es tönt jetzt mega dumm und ein bisschen zu hart. Weil ich kann nicht einfach ein gebrochenes Bein haben, das, ja, ist ein Risiko, dass du im Buhurt eingehst, dass du im Vollkontakt weniger eingehst, weil keine Äxte da sind, keine Hellebarden und so weiter. Ja, es ist nicht, dass ich Angst davor habe, sondern ich weiß halt, was die Konsequenzen daraus sind. Und die Konsequenzen könnten unter anderem sein, dass wenn das mehrfach vorkommt, dass ich meinen Job verliere, und das kann ich mir einfach nicht leisten. Jo. Was ich halt ganz geil finde, beide Schilds sind gebeugt. Das war so mein erster gebeugter Schild, und zwar nicht mehr alle gerade. Und ja, die halten halt beide schon gut Schwerter aus und so. Das ist schon geil. Der war halt ein bisschen schwerer als der, aber jetzt habe ich dann wieder ein bisschen leichter. Dann kommen wir zu meinem selbst entworfenen Blaschwert. Das war ein polnischer Säbel. Oder ist ein polnischer Säbel. Habe ich heute auch nicht mehr. Muss ich aber sagen, zum Fechten. Wenn der hier, wenn ich es nicht mit dem Panzerhandschuh anhaben hätte wollen, sondern halt normal, mit dem Daumenring, dann das Ding ist brutal. Das Ding ist wirklich brutal. Also, hat ein bisschen mehr Pflege, ein bisschen mehr Liebe gebraucht und so. Das einzige Problem war halt mit dem Säbel, ist Gewicht schwer, du kannst schlecht wieder die Richtung wechseln, weil er den Kopf schweren gemacht hat. Sonst super geiles Ding. Ich konnte einen Handschuh dran haben, Combat-Handschuh und Lederhandschuh, und ich war geschützt. Einfach durch den geilen Frontbarriere hier, und so, der Schutz der Waffe von deiner Hand ist genius. In meiner Meinung. Darum war das ein absolutes Battlefield-Sword. Battlefield-Saber, sorry. Das Ding habe ich lange gehabt.
Ah, das war geil. Hier nochmal in Volllänge, die sieht halt, da wird es größer und dann ist es halt schon relativ kopfschwer. 1,3 Kilo das Ding gewogen. Das war schon geil. Das war schon geil. Voll HMB-tauglich. Boah. Mom. Aber ich würde sagen, mit meinem heutigen kann ich genauso gut austeilen. Jo, und da sind wir ein bisschen am Ende von meinem Weg der Rüstung und Schwert. So meine Evolution ein bisschen im Kampfe, die es ein bisschen gegeben hat. Ein paar alte Fotos, ein bisschen Nostalgie für mich und halt auch für euch mal ein bisschen zu zeigen, hey doch, der weiß ein bisschen, von was er redet. Das ist nicht irgendwie was. Leider habe ich keine Kampffotos drauf, weil da waren halt immer andere Personen drin, da müsste ich jedes Mal nachfragen. Und mit den meisten habe ich heute nicht ganz so gut zu sprechen, weil ich eben da zum Aus der Gruppe ausgetreten bin. Aber unten sollte sicher ein Instagram-Link drin sein, da habt ihr mal ein paar Trainingsvideos von mir noch drin. Oder Bilder vor allem und ein paar Kampfvideos sind noch auch drin, als man noch kämpfen durfte. Das war alles mit der neuen Gruppe. Ich hätte sehr, sehr gern viel, viel mehr gemacht. Aber, großes Aber ist halt, scheiße nochmal, Corona, ne? Dürfen ja nicht. Ich hätte so viel gern mehr machen. Jo, auf jeden Fall war es das schon mal in Groben. Falls man noch jemand Fragen hat, irgendwie was, einfach mal einschreiben. Instagram, YouTube, bin alles drin. Mein Facebook gehe ich nicht raus, weil es mein privates. Sonst, ja, bin immer wieder da. Wer ein bisschen mehr über Schwertkampf und so weiter erfahren will, ja, der auch einfach mal anschreiben, bla. Weiß man ja nie. Eigentlich grob. Ich jetzt halt kann irgendwie Anmerkungen machen, verfragen, von wegen irgendwas, eben da und da. Ich guck mal, was ich noch machen kann, wie weit sich halt mal unsere Situation verändert. Weil ich würde sehr, sehr gerne halt wieder trainieren. Das fehlt mir richtig. Jo, ich hoffe, das konnte euch ein bisschen einen Einblick geben, wie das Zeug ein bisschen war. Es war sehr, sehr brutal früher. Und hatte sehr, sehr viele Verletzungen. Ja, aber sonst, was eigentlich ist eine Zeit, die mich geprägt hat und wo ich heute, ich will nicht sehen, ich will zurück. Also niemals, dass es wieder ist wie früher. Aber ich denke, es ist eine Zeit, die mich geprägt hat. Jo, in diesem Falle wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.